Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir haben jetzt eigentlich ein paar kleine Quests schon erledigt, sagen wir so. In der letzten Folge, wir sind auch bei der Diebesguild jetzt endlich mal drinne. Wir haben Ona seinen Teller wiedergebracht, wir haben Koragons Silber zurückgebracht. Und was uns jetzt eigentlich noch fehlt, ist eigentlich immer noch das mit dem Bospas Bogen und Konstantinos Ring. Wie den Kasia will, den Ring von Konstantino. Würde ich mal das machen wollen. So, zum... Nicht zum Pass, zur Hafenstadt. Würde ich mal da hinreisen wollen. Und jetzt mal versuchen, so. Ich würde das mal versuchen zu klauen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Und ich hoffe, ich krieg das hin. Vor allem, wir brauchen auch immer noch einen Schlafzauber, damit wir auch für das Richters Lakai machen können. So. Ich habe eine Idee. Ich hätte wirklich eine Idee, wenn wir jetzt bis zur Nacht schlafen. Bis Mitternacht schlafen. Dann müsste der auch ja schlafen gehen. Oder? Jo, er ist auch am Schlafen. So, dann würde ich hier auf die Firma speichern wollen. Und mich da mal reinschleichen. In der Hoffnung, dass er es nicht mitbekommt. Ah. Ja. So. Schutz des Holzes. Und dann Gold nehmen wir auch mit. Konstantino hat nichts mitbekommen. Würde ich jetzt mal einmal wieder rausschleichen und dann gehen wir wieder in die Kanalisation. So. Was passiert, wenn... Können wir den Schleifstand nutzen? Das ist zu weit entfernt. Womit denn? Der entsprechende Gegenstand fehlt. Okay. Schade. Hätte ich jetzt gerne benutzt. So, ich hole schon mal die Fackel wieder raus. Zählt das eigentlich jetzt als Dings? Weiß ich nicht. Wo hast du das denn schon wieder? Ich glaube, ist jetzt das erste Mal, dass wir richtig in der Nacht unterwegs sind. Kann das sein? Also, dass wir mit Absicht in der Nacht unterwegs sind. So. So, suchen wir nochmal Cassia. Ich hoffe, das war der richtige Ring. So, nochmal hier lang. Wir werden hier ja nicht mehr angegriffen, glaube ich zumindest. Ich glaube, hier sind wir falsch abgebogen, ne? Ich glaube noch weiter hier entlang und dann meine ich hier irgendwo. Ja, wo Jasper ist am Schlafen. Cassia,
Verdammt, was ist los? Ich habe Konstantinos Ring. Ich habe Konstantinos Ring. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt gehörst du wirklich zu uns. Nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Da musst du nicht immer schwimmen. Weiterhin sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Ah, okay. Wo habt ihr eigentlich eure Beute versteckt? Hast du einen Job für mich? Hast du einen Job für mich? Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viele Männer geopfert. Deshalb werden sie Blutkelche genannt. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Die Großhändler im oberen Viertel besitzen sie. Bringen sie mir. Ich versuche derweil, einen Käufer aufzutreiben. Was springt für mich dabei raus? Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst ein besonderes Stück aus meiner Beute wählen. Okay, wo habt ihr eigentlich eure Beute versteckt? Ach komm, du erwartest doch nicht, dass ich dir das erzähle. Du hast genug Gelegenheit, dir selbst Beute an Land zu ziehen. Denk dran, wer zu viel will, geht am Ende leer aus. Okay, aber ich will immer noch Bosskas Bogen. Den muss ich ja noch finden. Ich will jetzt wissen, wo das versteckt ist. So, also die Blutkirche müssen wir auch noch irgendwie organisieren. Sieh an. Wo kommst du denn her, hm? Ich weiß. Du brauchst mir nichts zu sagen, ich weiß alles. Lass dir bloß nicht einfallen, hier was zu klauen, klar? Wir können es uns nicht leisten, Aufmerksamkeit auf das Hotel zu ziehen. Okay, Tür ist zu weit entfernt? Wieso ist die Tür zu weit entfernt? So, machen wir zu. Okay, jetzt wissen wir zumindest, wohin diese Tür führt. Und im oberen Viertel sind die ganzen Blutkelche. Dann holen wir uns die mal, wenn es dafür Erfahrungspunkte gibt, machen wir das. Ist nur die Frage, wie kommen wir da an alles ran? Hey, Atras? Du. Okay, wir waren hier noch nie wirklich nachts unterwegs, kann das sein? Ich finde das interessant, was die hier alles machen dann. So, erstmal das weg und nochmal speichern auf die 6. So, wir fangen hier an. Wir brauchen die Blutkelche. Oh, ein Apfel und eine Fischsuppe. Okay, mehr gibt's. Honig! Die Pfanne nehmen wir auch mit. Okay, ich finde das ein bisschen nice. Ich hoffe, wir kriegen es hin, ohne entdeckt zu werden. Was sagt denn die Uhr? 1.44 Uhr. Da oben sehe ich einen Kelch. Goldener Kelch. Eine Zange. Das war jetzt aber kein Blutkelch hier. Gerbrand und Bürgerin. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ich habe keine Dietriche mehr, was?
Nein. Okay, jetzt muss ich irgendwie irgendwoher Dietrich organisieren. Aber der hat zumindest keinen Blutkelch hier. Ich glaube, ich muss jede Hütte hier einmal absuchen. So. Gibt's hier noch einen? Hier gibt's keinen mehr. Boah, ich finde das irgendwie gerade geil. Muss ich ehrlich sagen. Wir gehen hier aber einmal im Kreis, jede Hütte einmal durch. So, wir müssen aber auch irgendwoher Dings hier. Goldener Kerzenständer. Wir müssen wieder Dietrich organisieren. Definitiv. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt so viel wieder verloren haben. Wie sieht's mit Schlösserknacken aus? Ist gelernt, aber ist das noch nicht perfektioniert oder wie? Kann man das perfektionieren? Ich will es jetzt wissen. Da vorne sehe ich auch noch einen Kelch. Bitte sei es ein Blutkelch. Ein Silberteller. Ein Silberkelch. Schade, kein Blutkelch. Hier wohnt nur eine einfache Bürgerin. So, was sagt die Uhr? 2.21 Uhr. Okay, das heißt, wir müssen zusehen, dass wir wieder abends unterwegs sind. So, hier haben wir noch ein Bier und Schinken. Ein Topf. Das ist nice. Davon gibt es auch noch was. Wacholder und Brot. So, Brot. Da vorne haben wir noch irgendwie was. Wasser. Oh, hier, da gibt es auch noch jede Menge. Wir müssen alles mitnehmen. So, Wein. Nochmal Honig und Wasser. Boah, bitte sag mir, dass hier zumindest einer ist. Ein Blutkelch. So. Lederbeutel. Gold. Ein Dolch. Ich habe so ein Gefühl, dass das in den Truhen und ich habe keine Dietriche mehr. Aber wenigstens haben wir ein bisschen was geklaut. So. Gibt's hier oben noch jemanden? Ja, hier gibt's noch jemanden. Ah, hier sind die Ritter. Eine Innenstatue. Cedric, Girion. Ritter. 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 Hier sehe ich sonst nichts. Wie spät? 3 Uhr jetzt gleich. Ich werde, wenn die wach sind, werde ich richtig Probleme bekommen. Bürger. Hier sehe ich auch nichts. Das sieht aber aus wie so ein Schalter, kann das sein? Okay, das ist nichts.
Also jetzt muss ich ganz schnell hier raus, bevor die alle wach werden. Ich habe so ein Gefühl, die wachen alle um 4 Uhr auf. Ich weiß nicht, warum ich da in dem Glauben bin, aber die Befürchtung habe ich. Was ist mit ihm? Was gibt's Neues? Sie haben den dreckigen Söldner, der den Paladin ermordet hat, laufen lassen. Ihn zu hängen wäre sicherlich auch kein Fehler gewesen. Wer sind die einflussreichen Bürger von Corinus? Wir sind die einflussreichen Bürger von Corinus. Probier's mal beim Schmied oder beim Tischler in der Unterstadt. Es gibt dort auch noch ein paar andere angesehene Meister. Wenn hier jemand, abgesehen von der Stadtwache und den Paladinen, was zu sagen hat, dann diese Männer. Okay, ja. Der chillt hier auf. Gibt's hier noch was? Hier gibt's sonst gar nichts mehr. Gibt's hier hinter noch vielleicht was? Irgendwas? Irgendwen? Sehen tue ich auf jeden Fall nichts. Das ist, also auf dieser Seite ist das jetzt eigentlich das letzte Gebäude. Das hier. Aber hier zum Richter darf ich ja so rein. Nur ich darf hier jetzt nichts klauen, während ich gesehen werde, sagen wir so. So, Sessel, hat er einen Blutkelch? Richter, Bürgerin. Hier ist kein Blutkelch, jetzt ernsthaft? Wo sind die Blutkelche? Definitiv in diesen Truhen, glaube ich. So, es ist auch schon 3.41 Uhr, also ich würde jetzt einmal noch hier reingehen wollen. Hier weiß ich, dass safe ein Blutkelch da irgendwo oben ist. Die schlafen einfach nicht. So. Na warte, du dreckiger Dieb. Wache! Verdammt. Alarm! Nein! Wache! Okay, auf zu André. Wir gehen zu Lord André und bezahlen Dings hier. Halt! Solange du des Diebstahls angeklagt bist, kannst du nicht ins obere Viertel. Ich komme zu Lord André und regle die Sache. Ja, alles gut, okay. Alles klar. Haben wir ein bisschen Blödsinn gemacht? Wurden wir jetzt erwischt? Ich will nicht, also will ich wissen, wie sauer André jetzt auf uns ist? Ich glaube, ich müsste dem schon mittlerweile richtig auf den Sack gehen damit. Ich glaube da nicht dran. Aber okay, das wird wahrscheinlich nicht viel kosten. 50 bis 100 Goldstücke, glaube ich. Oder wird es immer teurer, umso öfter ich erwischt werde. Gut, dass du kommst. Du wirst des Diebstahls bezichtigt. Es gibt Zeugen. Ich werde so ein Verhalten in der Stadt nicht dulden. Du wirst eine Strafe zahlen müssen, um dein Verbrechen wieder gut zu machen. Wie viel? 50 Goldstücke. Ja, okay. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt ab... Ja, kennen wir schon alles. Wegen der Diebesgilde. Wegen der Diebesgilde. Ja.
Ich habe das versteckte Diebesgefühl. Nee, ich bin an der Sache dran. Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Ich verrate ihn noch nicht. Ich will erstmal die ganze. Wolfgar? Achso. Ich verrate die Diebesgilde noch nicht. Erstmal will ich die Quest von denen abschließen. Und fertig machen. So. Der Schmied Bennett wird freigesprochen, da seine Unschuld von einem klugen Berater Lord Hagens bewiesen wurde. Ja, das waren wir. So, ich würde jetzt aber bis zum Abend nochmal schlafen wollen. So. Ach, der schläft da? Warum schläft er hier? Also das war immer mein Bett oder was? So, bis zum nächsten Abend. Machen wir das so, auf diese Art. So, Elbridge Torben. Die hauen auch alle ab. Also die gehen jetzt wahrscheinlich alle schlafen. Ich kann das nicht glauben. So, kann ich jetzt einfach reinspazieren? Das war doch klar. Und tun... Tun die da hinten mir jetzt was? Schlimme Zeiten sind. Die Wachen? Oder ist das geklärt? Ich glaube da nicht dran. Weil ich meine Strafe gezahlt habe. Aber jetzt kriege ich dich. Was? Mein Gott, ein Kampf. Nicht schlecht. Lass in Zukunft die Finger von Sachen, an denen du nichts zu suchen hast. Wir leben aber noch. Okay, der hat mir jetzt nur aufs Maul gehauen, bestiehlt mich aber nicht. Wir leben noch. Der hat uns zum Glück nur aufs Maul gehauen. Und wir stehen wieder auf. Okay. Wir werden nicht getötet. Und er hat die Sachen nicht zurückgeklaut. Kriege ich dich doch noch. Okay, komm, hau mir auch noch aufs Maul. Oder auch nicht? Jetzt krieg ich dich. Ein Kampf. Ach nö. Alarm! Komm, haut mir aufs Maul. Versuch nie wieder mich zu bestehlen. Nein! Gold, das ist schon mal meins. Alter. Wie viel hat er jetzt geklaut? Jetzt muss ich nochmal aufstehen. Oder? Wir leben noch. Wie viel hat er von meinem Gold jetzt geklaut? Nein. Alles klar, dem hauen wir aufs Maul dafür, dass er all unser Gold genommen hat. Das lasse ich mir nicht gefallen. Wo ist Larius? So, das speichere ich aber mal auf die 3. Was? Achso. Aufhören! Sofort! Wieso kann ich ihm nicht... Nein! Also, leg dich nie wieder mit mir an. Nee. Wo hatten wir das letzte Mal gespeichert gehabt? Hier. Ja, ich glaube, das war... Oder? Nein. Warte mal, ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir jetzt wirklich gespeichert hatten. Ich glaube hier. 6.
8501. Alter, nein. Aber okay, wir wissen, wo zumindest die Blutkelche sind. Wie spät haben wir es? 1.37 Uhr. Und den können wir nicht kaputt hauen. So. Verdammt. Larios? Was ist los? Nichts, nichts. Wichser. Okay. Hier wissen wir auf jeden Fall ein goldener Kelch. Dann hier ist der erste Blutkelch. Dann den klauen wir. Und dann hier haben wir noch eine goldene Schale. So. Nehmen wir auch alles mit. Ist jetzt absolute Stille hier, kann das sein? Keine Musik läuft. Warte mal. Hier speichere ich jetzt noch einmal. Auf die 4. Der ist jetzt aber nicht, der ist jetzt am Schlafen, ne? Ich guck mal, ob der hier wohl eine Schale hat. Hier keine. Okay. So, das heißt dann eigentlich, die anderen goldenen, nicht die goldenen Schalen, sondern Blutkelche. Die müssten irgendwo auf der Seite sein. Frage ist nur, bei wem und wo. Das war... Ah, hier Bambo. Das ist... Wo war nochmal der Händler? Ich glaube, das war der Händler, ne? Ich darf hier rein. Gut. Ein Silberkelch. Gletscherquarz. Ein Silberteller. Alchemitisch. So, kann... Ich kann den nicht anvisieren. Jetzt aber. So, aber hier ist sonst kein Dings. Der gucken, der muss ja auch genau hier hingucken, ey. Mann. Gibt's nicht auch andere Wege da rein? Okay, interessant, wo hier... Ah, warte. Der haut ab. Dann kann ich hier vielleicht rein. Ui, hier ist aber alles voll. Gönnen wir uns alles. So. Nochmal gucken. Okay. Von der Zeit her geht das noch. Wir machen das hier noch eben schnell. In der Hoffnung, nicht erwischt zu werden.
Da vorne sehe ich einen Kelch. Bitte lass es ein Blutkelch sein. Und noch irgendwie eine Schriftrolle. Ein Pfandbrief. Den Pfandbrief will ich mir mal... Oh, da oben. Bitte lass ein Blutkelch sein. Ne, ist ein Silberkelch. Ja, die werden sich aber wundern, dass hier alles weg ist. So. Ja, raus mit dir. Okay. Dann hätten wir das zumindest. Wambo. Gucken wir mal. Gab es hier nicht noch einen? Ich glaube hier nicht. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir nochmal die anderen zu beklauen, zu bestehlen. Die hier noch irgendwo sein sollen. Den hier zum Beispiel. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.